Jetzt eben wieder hat jemand gefragt, da hinten auf der Ecke, eine Bekannte, die ich so kenne von Straßenbegegnungen, was bringen die Bücher des Lebens? Was bringt mir das, wenn ich die Bücher des Lebens lese? Und ja, da weiß man schon, das sind keine Leser. Das ist eigentlich nicht unser Zielpublikum. Aber die Frage ist dennoch immer wieder berechtigt, was bringen die Bücher des Lebens? Ja, natürlich Unterhaltung, das ist das eine. Und wir wissen ja, im Rahmen der Lesetherapie auch Gesundheit, Ordnung in der Psyche, Ordnung im Denken und vor allem, was ganz wichtig ist, neben Gesundheit und Unterhaltung, denn die belletristischen Bücher des Lebens sind ja schon wirklich sehr witzig und unterhaltsam, spannend, und die Sachbücher halt informativ, ist schon eine Reise in, für die meisten, wenn nicht für alle, in ganz neue Gefilde, visionär und ja, pionierhaft ist es doch ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass die Bücher des Lebens erstmals das integrale Weltbild vermitteln. Und das Weltbild, was das bringt, das ist dann auch eine weitere Frage, die die Dame da oben auf der Ecke gestellt hat. Nämlich, das Weltbild ist grundentscheidend für alles, was wir tun, für alles, was wir haben und empfinden. Das Weltbild ist mehr oder weniger die Sache, in der alle unsere Regungen eingebettet sind. Und woher wir auch Inspiration, Ideen, Intuition und so weiter empfangen. Das Grundlegendste vom Grundlegenden, das Weltbild. Und das möge doch, so wünsche ich es einem jeden, integral sein. Das heißt mehr als noch ganzheitlich, nämlich nicht alles wirr oder über einen Haufen geworfen, nur dass es einfach da ist und vorkommt, sondern das auch noch in einer Ordnung verzahnt, dass es brauchbar wird, dass es greifbar wird, die Gegensätze, das, was man glaubt, was einander ausschließt, verbindet sich plötzlich Puzzle für Puzzle zu einem riesigen Bild, und dieses riesige Bild ist das integrale Weltbild.